Okay, willkommen zurück bei Until Dawn, Part 18. Wir sind mit Sam in den Minen und klettern jetzt raus. Ja, wir klettern raus, genau. Jetzt kommen ja Quick Times. Okay. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt, weil ich eine Woche weg war. Und ich hoffe, ich bin in der Geschichte schnell wieder drin. Ich habe mir vorhin nochmal den letzten Part angeguckt. Also Part 17. Nein. Doch, Part 17. Ja. Und denke, dass es klappen sollte soweit. Ich schau mal kurz, wie es mit den Totems jetzt aussieht, weil ich eigentlich alle haben wollte, es aber schon ja nicht geklappt hat. Und sie mag Mike mittlerweile ziemlich gut. Okay. Nur romantisch ist sie leider so gar nicht, aber dafür witzig. Okay. Also ist halt gesteigert bei ihr. Totems, uns fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben schon wieder was verpasst. Ich denke, wir werden noch ein Gefahr-, Führungs- und Todestot. Mein Gott, ein Todestotem finden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Jetzt können wir schon wieder zwei Wege nehmen. Ach Leute, wohin denn? Und hier fliegen schon wieder die Wendigos rum. Oh. Sam, ich stehe dir bei, auf dass du überlebst. Auf dem Weg zur Lodge. Zu den anderen Leuten. Während Mike ja, glaube ich, immer noch in der Höhle ist. Ashley müsste auch in der Lodge sein. Ja. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern, bis wir ein Wendigo begegnen. Oh, oh. Und wie gesagt, ich werde euch ja am Ende des Let's Plays auch noch ein paar Bonus-Sachen zeigen, mehr oder weniger vorstellen. Boah. Also hier lag jetzt kein Totem rum, ne? Kalt. Das glaube ich dir. Kann ich wieder raus? Nein. Sie steckt tief in der Scheiße. Ha. Okay, Spaß beiseite. Wir sollten uns auf die Lage konzentrieren. Die Musik, naja, ne? Ist gerade nicht ganz so cool. Ja. Okay. Hier können wir raus. Oh, nicht schon wieder diese Musik. Alles gut bei dir? Boah, was muss das Wasser kalt sein? Holy shit. Dass sie mit der Stirnlampe überhaupt was sieht. Aber ich denke, es ist ja wieder bald morgen. Ich weiß gerade gar nicht, wie spät es ist. Ich glaube, stand da gerade. Hab's nur verpennt. Tut mir leid. Wie gesagt, ich bin gerade nicht im Bilde. Und da sollen wir runter. Ob das so gut ist? Oh.
Oh. Ach, hier sind wir, bei dem anderen Raum, wo. Oh Gott, bitte nicht. Wo wir mit Ashley und Josh waren. Jetzt bitte kein Quicktime-Event verkacken. Oh nein, oh nein, oh nein. Mach die scheiß Tür los. Hey! Hey! Kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Boah, Mike. Mike! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Ja, eine Idee. Oh nein. Ja, so geht's auch. Sicher? Ich nicht. Mike, was ist mit Josh? Ja, den. Gott, was für ein furchtbarer Tod. Das wissen wir ja nicht. Nicht gut. Gehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Ja, jemand oder etwas oder auch keiner. Wer weiß. Was? Ach, hier ist nichts, ne? An Totems oder so. Aber vielleicht sind wir noch hin. Sorry, vielleicht sind hier noch Hinweise. Irgendwie die neu aufgetaucht sind, die wir nicht gefunden haben. Durch diesen Flammenwerfer-Typi oder halt durch andere Dinge. Das Foto haben wir schon oft gesehen. Oh, Mike, ich bin erleichtert, dass du mir folgst. Das finde ich sehr gut. Schön von dir. Danke. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Oh, im Kino. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. 20%, 30%. Nein! Hey! Ich bin weg hier! Los, 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 los! Ah, wir müssen weg! Hör auf! Oh, shit! Scheiße, war die Idee gut? Gott. Oh. Hi. Ganz nein. Ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Ich hasse das. Ich hasse das. Bitte geh weg. Oh. Danke. Jetzt gehen die gegenseitig auf sich los, oder was? Ist interessant. Oh, ist ja interessant. Aua. Das war die Gasleitung. Oh Gott. Scheiße.
groß der Rechte ist, ne? Holy shit. Nein. Boah, danke. Als wenn das einfach so funktioniert. Ashley, Josh, alle raus. Nein. Scheiße. Das war ein Fehler. Gott. Holy crap. Ich weiß es nicht. Ich hätte zum Schalter gehen sollen. Lauf, jetzt. Lauf. Das war eine scheiß Idee. Mike ist tot. Vorsicht, Kontakt! Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Over. Moment, ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Vier Töchter der Dunkelheit. Kein Schreckenston für Jessica. Fuck! Nein! Okay. Was mit Josh ist, wissen wir nicht. Ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja, ja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Ich komme da gleich zu. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Ashley, das war nicht Jessica. Direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Wortwörtlich. Genau. Da. Und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Das ist richtig. Wie gelangten Sie? Gott. Ich wurde getragen und geschleift und... Was konnten Sie sehen? Du siehst schlimm aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Von allen würde ich sagen, am schlimmsten. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Sie meint Josh, ne? Wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Ich verstehe da nicht. Warum schlugen Sie Josh? Er führte sich auf wie ein Irrer und ich.
Ich musste ihn aufhalten. Sie sagten doch, er war gefesselt. Ja, aber... Okay. Okay. Ich weiß, wie das aussieht. Sie müssen verstehen, er hat Psychospielchen gespielt. Ich hab zugestochen und ich wollte weglaufen, aber ich wusste nicht. Ich schwöre, ich wusste nicht. Wussten nicht? Wen haben Sie verletzt? Na, es war der Psychopath und ich wusste nicht, dass es Josh war. Und er war es aber und ich konnte nicht wissen, dass Josh all diese Engen und die Waffe hatte. Oh mein Gott. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie mein Paar für mich? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Gibt's da vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Boah. Oh nein, nichts von Bedeutung, bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Ihre Freundin Ashley, sie sagte, sie wollte Ihnen helfen. Nein. Sie sagte, sie hätte sie rufen gehört. Nein. Nicht mich. Das ist richtig. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Das ist richtig. Mike. Was wissen Sie noch? Oh Gott. Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Nein, Jessica. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Okay, um nochmal auf das von gerade zu kommen. Ich hätte noch eine Runde warten sollen. Weil man ja gesehen hat, dass nach und nach die Charaktere rausgerannt sind. Emily, oder erst Chris, dann Emily, dann Ashley. Dann hätte ich noch warten sollen, dann wäre Mike rausgerannt und dann... Oder Sam wäre doch rausgerannt und Mike hinterher als letztes. Und wäre dann halt nicht gestorben. Ja. Wir wissen ja jetzt nicht, was mit Josh genau ist. Ob er wirklich tot ist oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast alle gerettet, bis auf Mike. Da habe ich leider einen blöden Fehler gemacht. Ja, ich hätte ihn gerne gerettet, weil ich ihm ja gesagt hatte, ich möchte schon alle retten. Hat aber nicht ganz geklappt. Trotzdem bin ich mit dem Ende zufrieden. Ich habe halt die meisten Charaktere gerettet. Gerade auch das mit Jessica war wirklich nicht leicht. Es hat jetzt gut geklappt. Aber wenn ihr das Spiel selber schon mal gespielt habt, werdet ihr sehen, wie leicht es ist, in Anführungsstrichen, Jess zu töten. Oder dass sie wirklich getötet wird. Sagen wir mal so. Weil es hängt von eurer Entscheidung ab, wie ihr mit Mike interagiert. Davon hängt es ab, ob Jess stirbt oder überlebt. Ich habe es zum Glück geschafft, dass sie überlebt. War auch mein größtes Ziel, weil ich halt das Spiel schon öfter gespielt habe und ich wusste, wie schwer es ist,
das zu schaffen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass Jess lebt. Matt wusste ich ja, wie das geht so ungefähr. Dass man erst ihn retten muss und dann Emily. Oder beziehungsweise Emily rettet sich selber. Ja, nur halt in dem Haus war ich mir jetzt unsicher. Gut. Aber so alles in allem hat's gut geklappt. Es werden jetzt noch ein paar Bonusparts kommen. Unter anderem, das werdet ihr im nächsten Part sehen, was da noch kommt. Oder das werde ich euch gleich am Ende dieses Parts zeigen. Dann gibt es von Until Dawn, hatte ich ja schon erwähnt, noch eine Compagnon-App. Die werde ich euch auch vorstellen, indirekt. Also ich werde mal schauen, wie ich das mache, ob ich den Bildschirm irgendwie aufnehme, mit Screenshots arbeite oder irgendwie so. Dann wird das Video halt ein bisschen später kommen, weil ich noch Zeit brauche, das dann alles zu screenshotten und das dann richtig zusammenzuschneiden. Aber ich dann halt mal schauen, wie ich das mache. Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass es Fusch gab mit Teil 16 oder Part 16, weil das Programm mir den Part verhauen hat, beziehungsweise nicht richtig abgespeichert hat, dann war der kaputt. Den kriege ich auch nicht mehr wieder. Es sind interessante Sachen passiert, die ich euch eigentlich gerne gezeigt hätte. Ja, geht aber nicht. Ich probiere es jetzt nochmal zu spielen. Also man kann die einzelnen Kapitel neu spielen. Und dass ich das dann halt so mache, es müsste Kapitel 9 gewesen sein, bis zur Hälfte ungefähr. Ja, ob ich den dann reinschneide und als Part 16 benutze oder ob ich die Parts jetzt umwandle und das jetzt nicht Part 18 ist, sondern Part 17. Oder ich lasse das jetzt in Part 18, mache einen Bonuspart raus. Irgendwie so, keine Ahnung. Überlege ich mir beim Schnitt oder gleich. Boah. Und zum Spiel nochmal. Grafik, super. Story, super. Musik war auch gut. Also auch der Soundtrack jetzt, Odev, top. Die Geschichte, die Entscheidung, klasse. Am Anfang halt dieses Klischeehafte. Eine voll der Macho, die eine zurückhaltend, der andere eher ruhig. Whatever. Ja, Jess und Emily waren jetzt ein bisschen arroganter. Matt so der Macho. Sam hat sich so um alle gekümmert, so ein bisschen, so fürsorglich. Mike so Schwarm von allen, weil Emily ja mit ihm zusammen war und Jess auch jetzt leider war. Ja. Mal schauen. Wenn ich das Spiel bewerten müsste, ja, ich mag sowas. So mit Horror und Teenies. Ist halt wie so ein wirklicher Klischee-Film. Also würde ich sagen, 9 von 10 Punkte. Also so in der Kategorie interaktiver Film. Da gibt es ja noch mehrere Spiele von Heavy Rain. Beyond Two Souls ist auch so ein Spiel. Ich weiß gerade nicht, ob Life is Strange auch dazu zählt. Es gibt auf jeden Fall einige Spiele, die so aufgebaut, so oder so ähnlich aufgebaut sind wie Until Dawn. Vielleicht werde ich noch eins Let's Playen, Heavy Rain, mal gucken. Beyond Two Souls, könnte ich mir überlegen. Ich schaue es mir mal an. Vielleicht kommt dann als nächstes PlayStation 4 Let's Play. Mal gucken. Heute ist ja der 1. Januar 2017, an dem ich das jetzt aufnehme, den 18. Part. Und 2017 hat angefangen. Ich bemühe mich, das Beste da rauszuholen, nachdem 2016 als Gaming-Jahr nicht wirklich gut war. Aber das habe ich ja zum Teil auch schon im Weihnachtsspecial gesagt. Ja.
An dieser Stelle werde ich das jetzt überspringen mit den Credits, weil die doch ziemlich lang sind. Und wir erfahren noch was. Okay. Oh. Okay. Josh wird zum Wendigo. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Josh konnte sich nicht mehr helfen und wurde zum Wendigo. Jetzt ist die Frage, wie man das zählt. Als tot? Ich würde sagen ja, weil er kein richtiger Mensch mehr ist und er wird zum Wendigo. Wenn ihr so weitermacht. Also, alle gerettet, bis auf Josh und Mike. Mike war mein Fehler, gebe ich zu, war lame. Ja, hätte man besser machen können, aber okay. Gut. Bonusinhalt. Trifft die Besetzung, wie man eine Szene macht. Wissenschaft der Angst, 1000 Seiten. Die Musik. Bühne zum Bildschirm, ihn zum Leben erwecken. Das ist die Geschichte hinter dem Wendigo. Die ist interessant. Gibt es dann alles im nächsten Part bei Until Dawn. Wir werden nun mal ein bisschen das ganze Bonuszeugs hier durchgehen und diese Sequenz anschauen, die leider nicht vollständig ist, weil uns einige Totems fehlen. Ansonsten werde ich die bei YouTube raussuchen und die euch reinschneiden oder verlinken, weil da fehlt die Hälfte und die Geschichte ist recht interessant. Ja, man kann jetzt hier die Episoden anwählen und das müsste jetzt Kapitel 9 Verzweiflung sein, um sie zu wiederholen und die Geschichte zu verändern. Also könnte ich den kompletten Spielverlauf verändern, wenn ich wollte. Interessant. Gut, dann werde ich Kapitel 9 spielen und das dann reinschneiden als Part 16 zum Beispiel. Mal schauen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal bei Until Dawn. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr auch.